Dann schauen wir doch mal. Sind wir mal wieder bei Derek, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen und hoffen mal, dass der uns irgendwie ein bisschen besser behilflich sein kann. Aber 50.000? Vito! Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir $1000. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Ich weiß nicht. $1000, das bringt es irgendwie nicht so wirklich. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht zu lang dauert hier. Ich meine, wir haben nur einen Tag, wir müssen 25.000 zusammenkriegen, ne? Oder? Wie viel waren denn das? 55 insgesamt, glaube ich, oder? Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Ich vermute, es werden mehr sein. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Ja, wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Winnie. Wir klären das ganz ruhig. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit, verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Oh, oh. Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Sag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben kann. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Uh-oh. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Das wird eine unschöne Geschichte, glaube ich. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett. Winnie, wo hast du die her? Lass mich mal machen. Na, bleib lieber zurück, Junge. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt das mit, ist Männer. Wahnsinn, Jungs. Haltet euch los. Mehr Schaden. Vater haut ja durch. Vito.
Wir geben dir Deckung. Du wirst getroffen. Oh fuck. Aber den einen haben wir ordentlich weggezimmert, muss ich sagen. Ich hab dir nie getraut. Vom ersten Moment an nicht. Oh, die hat aber ein scheiß Zielvermögen. Geht doch. Das ist der Colt, oder? Ich nehme mal kurz hier die Automatik. Na, traust du dich nochmal, Junge? Oh Gott, das war schlecht. Ich muss sagen, ich krieg ganz schön was ab dafür, dass ich so weit weg bin, ne? Na gut, wollen wir erstmal ein Stück näher gehen? Oder stehen die Chancen auch schon besser? Okay. Alter, was? Wer hat mich denn jetzt gerade getroffen, bitte? So, der rechts scheint weg zu sein, oder? Oh, der steht immer noch, wirklich. Ich gehe auch gerade nicht so auf Kopftreffer, ich versuche mal mehr mit Körpertreffern, weil die doch relativ weit weg sind. Warte mal. Mini einsammeln. Vor allem haben die halt auch alle automatische Waffen, wie mir scheint. Meine Güte. 4 Schüsse, wirklich, auf den Oberkörper. Ich meine, es müssen entweder Lungen- oder Bauchtreffer sein. Beides ist nicht gesund. So, Junge. Du wirst nicht mehr in Deckung gehen. Okay, das war's erstmal hier. Wir haben 2 Ziele gerade. Eins ist da drüben. Ich werde mal ganz kurz hier auf die Thompson wechseln. Ich glaube, eins ist Derek und eins ist Jason Statham für Arme. Ich weiß nicht, ob ich vorne an die Ecke gehen soll. Da habe ich keine richtige Deckung. So, das war's für Jason Statham. Wollen wir mal kurz deine Muni einsammeln? Ah, hier. So, das war schon mal ganz schön. Da müssen wir jetzt nur noch Derek erwischen. Der hat sich sicherlich verschanzt. Hui, Kopfschuss. Sauber. Okay. Es geht vorwärts. Wir brauchen die anderen nicht unbedingt. Ich hoffe mal, die werden sich jetzt nicht so sehr in unglaubliche Gefechte stürzen hier. Man muss ja nicht unbedingt sinnlos sterben, wenn ich das ja auch alleine machen kann. So, wo ist der, ist die Frage. Wahrscheinlich muss ich erstmal reingehen, oder? Ich wittere bloß irgendwie eine Falle. Na, das ist ja überraschend, dass da der Deckel zugeht. Ein Witzler. Fehler deines Lebens. Oh. Ernsthaft? Brandsätze? Ich will das anders regeln, Vito. So, komm raus da oben. Oh, fuck. So, dann geh ich mal lieber hier rüber. Was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Was, der rennt durchs Feuer? Willst du mich verarschen? Oh, shit. Wenn wir fertig sind, bist du Rattenfutter. Wo ist denn der mit den Molotovs? Oh, fuck you. Vom Start, Vito. Ah, Mann, ich krieg ihn aber auch nicht. Jetzt. Scheiße, ich weiß, mir geht's nicht mehr gut. Können wir das anders regeln, Vito? Ah, Mann. Das war immer noch nicht der mit den Mollys. Ui, ui, ui. Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Scheiße. Was glaubst du, Vito, verdammt? Sonst kannst du was durchziehen und dann einfach davon spazieren. Du bist am Arsch. Komm, renn durch. Ach, shit, 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 shit. Ah, fuck. Mann, ich hab den aber auch nicht gekriegt. Das ist ja so mies. Ich weiß, ich muss die den Die Chancen stehen 50-50. Nee, zeigen oder? Wir dem Fettwanst, wer wir sind. Muss das okay. sein? Kommt mit, Männer! Kann man da den Speicherpunkt nicht Jungs. Besser legen? Haltet euch raus! Ein paar Waffen Vito mehr schaden. Oder Vito, geben wir Deckung. Oh.
Hätte man den Speicherpunkt mal ein bisschen besser setzen können hier, muss ich sagen. Naja gut, das war ein bisschen blöd, weil ich hätte natürlich erwischen können, als er die Deckung gewechselt hat, aber irgendwie hat es nicht geklappt so richtig, ich weiß auch nicht. Deswegen bin ich auch nicht weggegangen von da, weil ich eigentlich gehofft habe, dass das noch irgendwie mal klappt beim Deckungswechsel. Na komm schon. So, das war's schon mal für ihn. Okay. Einer weniger. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Die Waffe, die hier rumliegt, die haben wir doch auch schon, ne? Das ist die hier. Gut, die ist durchgeladen. Oh ne, das ist keine gute Deckung. Nehmen wir. Ne, warte mal. Ne, ich nehme die Thompson, weil wir dafür auch gleich eine Mission kriegen. Das wird besser. Na, kriegst du es noch hin? Komm raus. Nicht gut geschossen, muss ich sagen. Aber mit der Automatik ist das ja egal. Gut, einmal Muni. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, da drüben ist jetzt keiner mehr. So, jetzt haben wir noch den davon. Ja, das ist eine tolle Deckung hier. So. Sehr freundlich von ihm, dass er da hinter der Säule hervorgekommen ist. Gut, dann auf ein neues hier drinnen wieder. Aber ich kann von hier aus... Nee, die tauchen auch vorher noch nicht auf. Also ich muss da reingehen. Ich gehe einfach mal hoch. Deckung... So, okay. Du wirst hier sterben. Derek ist unten. Drüben. So, jetzt holen wir ihn uns. Jawohl! War eine sehr gute Idee, hier hochzugehen, würde ich sagen. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Freundes zu treten. Scheiße. Dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Okay. Siegreich. Das haben wir hingekriegt. Sehr schön, sehr schön. Die Mollys kann ich hier... Oh, die kann ich mitnehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. So, durchsuche Dereks Büro. Machen wir gleich. Ah ja, 27.500. Okay, genau. Wir brauchen 55.000 insgesamt. Gut. Ich hoffe mal, wir kriegen das jetzt zusammen mit Dereks Büro. Das könnte sogar funktionieren. Er hat nichts mehr für uns, ne? Nee. Der hat bloß eine normale Pistole gehabt. Lame. Okay, dann schauen wir mal. Die Waffe braucht man nicht mehr. Gehen zum Büro und dann plündern wir mal den Safe hier. Oder was auch immer wir hier finden, keine Ahnung. Oder was gibt's hier? Tür öffnen? Achso, vom Safe. Ja, machen wir gleich. Erstmal hier. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Gut, gut. 22.400, so ein Zufall. Dass das ungefähr hinhaut mit dem, was wir brauchen. Beziehungsweise, dass wir halt jetzt nicht mehr so viel brauchen. Hier ist nichts drin. Das ist ja auch super. Okay, raube Läden aus oder bringe Autos zu Bruski. Okay, wir müssen jetzt also tatsächlich mal Nebenaufträge machen, um... Wir kommen jetzt allein klar. Irgendwie vorwärts zu kommen. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Gut. Ein Ort weniger, an dem wir uns um etwas kümmern müssen. Aber ich muss sagen, Vito steckt jetzt immer mehr in der Scheiße. Also selbst wenn der Bruno ausgezahlt ist, das kann nicht gut gehen. Ich weiß ja nicht, was genau er jetzt vorhat, aber... Das kann eigentlich, kann man eigentlich auch Waffenläden hochnehmen? Da würde ich nämlich gleich den hier ausprobieren. Das kann eigentlich nicht gut gehen, die ganze Geschichte. So. Schauen wir mal. Nee. Aber ich kann ihm doch gegen die Tür treten, ne? Mach nochmal zu. Nützt das irgendwas? Wirklich deine aggressive? Nee. Machen Sie bloß ab. Oh. Sonst gibt's ja...
Sorry, wollte ich eigentlich gar nicht so. Kann ich denn hier irgendwas... jetzt kann ich Muni stehlen und Waffen. Ist ja Wahnsinn. Das ist ja cool. Okay, aber so viel gibt's gar nicht, was ich stehlen kann, weil ich einfach schon ziemlich gut ausgerüstet bin. Hinten ins Hinterzimmer kann ich auch nicht. Hier gibt's nichts. Schade eigentlich. Oh, doch hier. Oh, 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 ja, in der Vitrine. Gut, ich würde sagen, dann sind wir ziemlich gut ausgerüstet jetzt. Pass mal auf, wo du lang fährst, Taxifahrer, ja? Okay. Wir gehen dann mal wahrscheinlich zum Modegeschäft, oder? Sind das die, die man auch ausrauben kann? Vangels. Ich glaube, da gehe ich mal. Oder gehe ich da mal hin? Eigentlich muss ich ja Geld sparen. Wir brauchen auch nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Nee, ich kaufe mir jetzt mal keine Klamotten. Ich probiere es dann wirklich mal mit dem Laden gleich um die Ecke hier. Mal schauen, ob wir da irgendwas rausschlagen können. Ich habe jetzt keine Bock, erst zu Mike hinzufahren. Das ist so weit. Muss ja nicht sein. Und so reizvoll finde ich das jetzt auch nicht, irgendwelche Kamm für ihn zu beschaffen. So. Vernünftig eingeparkt. Okay, schauen wir mal. Guten Tag, Sir. Schön, Sie zu sehen. Bitte, Sir. Waffen sind hier verboten. Mit einer Waffe bitte, haben Sie hier nichts verloren. Bitte nichts! Kannst du mir irgendwie was geben? Hallo? Gib mir mal was. Ach hier. Kette ausrauben. 116, was ist das denn? Ach Mann, das ist ja nix. Na gut, was soll's? Besser als nix, würde ich sagen, ne? Also, es ist nix, aber es ist besser als nix. Ja, ist klar. Ich habe gar nicht drüben geguckt, ob es da auch eine Kasse gab im Waffenladen. Kann natürlich so was sein. Dann wäre das natürlich noch ein bisschen günstiger. Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass man auch einfach mal in die Kasse gehen muss, um was zu rauchen. Ich dachte eigentlich, man muss sie einfach bedrohen, dass sie es einem dann von sich aus freien Stücken geben. Aber nein, so sieht es da doch nicht aus. So, schauen wir aber einfach nochmal im nächsten Waffenladen nach. Oh je. Wieder großartig gefahren. Ich dachte eigentlich, es wäre hier vorne, deswegen bin ich so komisch gerade gefahren. Aber es ist erst um die Ecke. So. Ne, die haben auch keine... Ach doch, der drüben an der Ecke. Ah. Ist irgendwas? Jo. Was in aller... Hau bloß ab. So. Sorry, Junge. Beziehungsweise Alterschen. So, Waffe weg. Das lohnt sich in den Waffenläden auch. Da haben wir 600 gekriegt gleich. Ja. Gar nicht schlecht. Finde ich gut, dass die Bullen gleich um die Ecke sind und eigentlich in Schusshörweite, aber... sich einen Scheiß dafür interessieren, dass wir hier gerade Waffenladen ausgeraubt haben. Macht nix. Passt schon. Kann man mal machen. Okay, wir müssen eine Links-Rechts-Rechts-Kombination an den Tag legen. Dann müssen wir auch schon da sein. Ich weiß noch nicht, ob wir das Bangles überfallen. Das klingt ja, als ob es ein teurerer Laden wäre. Vielleicht ist da auch ein bisschen mehr drin, aber ich weiß halt nicht, ob man die Läden danach nochmal besuchen kann als Kunde. Wäre nicht unlogisch, wenn es nicht gehen würde. Deswegen will ich mir das gleich verkneifen, weil ich mir doch mal eine vernünftige Klamotte wieder kaufen will. Sobald wir wieder ein bisschen flüssiger sind. So, ich weiß gar nicht, ob die einen jetzt auch machen Sie einfach angreifen. Ihren Bau bloß ab, sonst gibt's ein paar Löcher in den Händen. Bam! Sorry, es musste irgendwie sein gerade. Nein, ich will gar nicht das Telefon benutzen. Ach, wer stellt denn das Telefon direkt neben die Kasse? Wer macht denn sowas? So. Ah, 555, das ist schon ganz gut. Damit kann ich mich anfreunden. So, rein in die Karre. Und wir schauen mal. Hier oben ist ein Modegeschäft. Das Maltese Falcon, ich weiß nicht, ob man das auch ausrauben kann. Wäre vielleicht nicht die schlauste Idee. Gebe ich zu. Gut, dann gehen wir erst zum Modegeschäft und dann ist die Tankstelle dran. Ich weiß nicht. War irgendjemand anders? Okay, man sollte sich also auch wirklich schnell verpissen, wenn man den Laden überfällt.
weil dann eben doch die Polizei relativ schnell zu Besuch ist. Vielleicht ist es auch, weil jetzt eben doch so eine kleine Welle von Überfällen gerade stattgefunden hat. Das kann auch durchaus sein. So. Hallo. Hi. Suchen Sie etwas Bestimmtes, Sir? Mhm. Oh. Deine Kasse. Mit einer Waffe haben Sie hier nichts verloren. Ich weiß. Oh Gott. Bitte nicht schießen. Bitte nicht. So. Ich bin dann auch schon wieder weg. Geh mal aus dem Weg. Oh, Scheiße. Gut, gut, gut. Wenn die keine Waffen auf uns richten, besteht ja auch nicht die Notwendigkeit zurückzuschießen. Wir haben 27.400. Oh, sehr gut. Dann auf zur Tankstelle und dann haben wir es eigentlich auch schon zusammen. Insofern die Tankstellen ausraubbar sind. Aber ich hoffe doch. Ja, sieht gut aus. Man kann reingehen zumindest. So, hast du eine Kasse? Alles jawohl. Klar? Bist du Aggro? Mach, dass du wegkommst. Ich hab keine Angst vor dir. Ja, ich will auch bloß 35. Wirklich. $35. Ist ja lame. Na gut, wie ihr meint, dann und zwar können wir ja eigentlich auch tanken. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja, gut, dann bräuchten wir noch einen Laden. Welchen nehmen wir denn da mal? Wo müssen wir denn dann eigentlich hin, ist auch die Frage. Wir müssen wieder rüber, oder? Ich glaube, das war drüben auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir fahren einfach mal nach Westen. Wird schon funktionieren? Warte mal, welche Richtung fahre ich denn gerade? Gibt's da, ach doch, da ist noch. Ich wollte gerade sagen, gibt es ja gar keine Notanzeige, aber gibt es noch. Ist bloß sehr klein. Gut, in dem war ich ja gerade, ne? Glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. So, wir fahren mal links rum. Ich glaube, hier ist auch der Übergang über die Trasse hier ein bisschen besser oder ein bisschen eher da. Vor allem, wenn wir abkürzen über die Wiese. So, da brauche ich ja nicht mal auf die Bremse drücken, um hier schön ins Schlittern zu kommen und lang zu driften. Da reicht es wirklich, wenn ich einfach nur nach rechts drücke. Gut, wir schauen mal, ob hier vielleicht auch mal irgendwo noch... Wir sind ja mitten in der Innenstadt, hier gibt es keine Läden, ernsthaft? Halt, nicht so schnell. Der Herr Wachtmeister soll noch keinen Verdacht schöpfen. Hier sind wirklich keine Läden, ich fasse es nicht. Okay, Ja, komm hier nach rechts. Machen wir mal zu dem Klamottenladen. Ich habe eigentlich nach einem weiteren Waffenladen gesucht, aber ja, sieht gerade nicht so günstig aus hier. So, rechts ist eine Tankstelle, glaube ich, was da so halb im Bild ist und auf dem Radar. Ah ne, das ist der Klamottenladen. Okay, sehr gut. Oh, das ist sogar der teure, glaube ich. Ist das das? Ja, das ist das Bangles. Oh. So, dann warten wir vielleicht mal, bis der Bulle hier weg ist. Muss ja nicht gerade stattfinden hier der Überfall, wenn der gerade direkt vor der Tür steht. So, freundlich, dass er mir die Tür aufmacht. So, erstmal schaue ich kurz, was es denn hier so gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwas Schönes für uns, das nicht so viel kostet. Wir haben nur ausgezeichnete Qualität. Natürlich, natürlich. Lederjacke mit Hemd. Teurer Anzug. Ach, der kostet bloß 115. Ich dachte, die wären teurer. Ich glaube, dann kaufe ich mir mal ganz kurz einen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Mal wieder eine ordentliche Klamotte hier. Okay, nachdem wir jetzt 115 die Kasse eingezahlt haben... Würde ich sagen. Suchen Sie etwas, Sir? Ja. Nehmen Sie Ihre Waffe und verschwinden Sie. Ich das auch wieder aus der... Oh. Fuck you, was? Die haben Sicherheitspersonal, wirklich? Das ist eine Sauerei. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Okay, wisst ihr was, ich mache das jetzt nochmal, ich ziehe das nochmal kurz durch und treibe das Geld ein. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich es zusammen habe. Ich werde mir auch den Anzug nochmal holen. Wir hatten es ja eigentlich gerade schon, von daher bis gleich.